Nicht Willand. Nee. Nee, es geht erstmal nach Gondamon. Ja, perfekt. Seid gegrüßt. Sehr gut gemacht. Ich denke, mein Bruder wäre mit diesem Blutzoll zufrieden. Ich werde diesen Schatz in Torins Halle schicken. Und vielleicht können wir ihn einsetzen, um die Grammhans ein für alle Mal zu besiegen. Ja gut. Ist nur eins zur Auswahl. Ja, das Reitens tue ich in einem Spielauto, fahre ich erst auch. Ja, ich muss irgendwie was essen. Gott, ich weiß leider nicht, wie man dich ausspricht. Lakent? Ich hoffe, es war richtig. Aber einen wunderschönen guten Abend. Lagen, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Sampfoten. Mach es dir bequem. Und ja, willkommen. You. Juhu, es geht der Rasterreik. Inklusive Knochenbruch. Ich hoffe aber, du hattest ein wunderschönes Wochenende und einen tollen Sonntag. Und wenn du magst, kannst du gerne von deinem Tag berichten. Musst du aber nicht, wenn du nicht. Wieder den Automodus an. In 3 Stunden sind wir dann auch mal da. Ah, jetzt. Erkundung von Rastereik. Nördliche Befestigung. Wunderbar. Wo ist Gaia? Ja, der rennt hinter mir her. Ich stehe euch und eurer Familie zu Dienst. Da ist er. Langlass hat euch also geschickt. Komischer Kerl. Aber dass er mir jetzt Hilfe sendet, freut mich sehr. Wenn er glaubt, ihr seid dieser Aufgabe gewachsen, habe ich keinen Grund, euch davon abzuhalten. Jenseits unserer Barrikade findet ihr alle Arten widerwärtiger Wildnisse. Weicht den Gefährlichen davon aus, nach Kräften aus. Dringt nicht zu tief ins Tal vor. Wirklich furchterregend sind die Wildnisse auf der anderen Seite des hohen Gipfels im Herzen Rastereiks. Willkommen zum Tal. Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Ich danke euch für euren Beistand. Ihr seid aber nicht nur hier, um die Probleme vor Ort zu regeln. Ihr werdet mit Sicherheit die wahre Bedrohung in Angriff nehmen wollen, die Bilbisse. Die elenden Kreaturen kommen zu Scharen aus dem Erdboden, wie Bienen aus einem umgeworfenen Bienenstock. Ich habe keine Ahnung, was sie so aufgewühlt hat, und ich schäme mich auch nicht drum. Aber ich habe das Gefühl, dieser Anführer Gasrib hat etwas damit zu tun. Wenn es euch in den Fingern juckt, dann rein mit euch und lasst Bilbisköpfe rollen. Wenn wir ihren Kampfgeist brechen können, Kampfgeist brechen können, nehmen wir ihren Anführer erledigen, dann können wir sie den Winter über einsperren. Diese Pässe werden nämlich bis zum Frühling eingeschneit sein.
Dann haben wir erstmal eine ganze Weile Ruhe vor dem Bilwissen. Haben wir das? Ist das so? Wage es zu bezweifeln. Ich grüße euch. Wir müssen... Klappe. Ja, jetzt ruhig. Wir müssen unseren Gegner so gut wie möglich im Tal Rastareik festnageln. Die Bilwisse scheinen von Tag zu Tag mehr zu werden. Aber bislang war unsere mächtige Befestigung noch immer stark genug, um sie auf Abstand zu halten. Doch nun kriechen diese widerwärtigen Milchaugenhöhlenklauen heran und graben mitten in der Nacht unter der Befestigung. Wenn wir ihnen nicht irgendwie das Handwerk legen, werden sie die Welle unterhöhlen. Wenn ihr etliche dieser Kreaturen erledigen könnt, dann würden sie erst einmal mit ihrem ständigen Gegrabe aufhören und wir hätten Zeit, den bisherigen Schaden zu reparieren. Eine kleine Frage, Spiel auch. Bin Level 16, wie kann man ein Pferd kaufen, damit man es besitzt? Ich meine, dazu müsste man nach Bree. Ich glaube, in Bree geht das. Also ich habe mir mein Pferd selbst gekauft, also aus dem Shop. Plus die Reitfertigkeit. Ich weiß nicht, ob man sich die Reitfertigkeit mittlerweile kostenlos erwerben kann. Ich glaube aber schon, wenn man die Quest in Bree gemacht hat. Mit dem Hengstackerhof heißt der, glaube ich, oder? Ich glaube, es ist der Hengstackerhof. Und da kann man, meine ich, eine Quest machen, dass man reitet. Ansonsten, wenn es tatsächlich nicht geht... Also ich weiß nicht, Talirion, bist du noch da? Wenn ja, kann er dir das bestimmt beantworten. Ansonsten, ich habe es halt so gemacht, ich habe mir die Reitfertigkeit für den Charakter im Shop gekauft. Mit Lotro-Punkten. Die kann man sich halt entweder erspielen oder für Echtgeld kaufen. Und dann habe ich mir auf eben diesem Weg auch das Pferd geholt. Wie es aber anders geht, weiß ich tatsächlich nicht. Als erstes brauchst du die Reitfertigkeit, entweder im Shop für 95 Punkte oder als VIP durch eine Quest ab Stufe 20. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man da eine Quest für braucht. Ich habe es halt, wie gesagt, immer im Shop gemacht. Ich bin zwar auch VIP, aber ich habe es tatsächlich von dem Schar sogar für Mithrimünzen. Aber Talirion, danke. Ich hätte es jetzt tatsächlich selber so nicht gewusst. Spinnen des Tals. Seid gegrüßt. Herzlich willkommen im schönen Tal Rastareik. Naja, schön. Der feinsten Ansammlung von trostlosen Felsen und Bilwislöchern. Im gesamten blauen Gebirge. Wenn ihr gekommen seid, um uns zu helfen, dann nehmen wir das gerne an. In letzter Zeit ist es hier immer schlimmer geworden und nun kommen auch noch alle möglichen Dinge aus dem Boden gekrochen. Ich persönlich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr ein paar der Spinnen erledigen könntet, die das Gebiet hier verseuchen. Ich bin dort ab und an Patrouille gelaufen, aber seitdem sie gekommen sind, habe ich es nicht mehr fertig gebracht, auch nur einen Fuß hinter diese Befestigung zu setzen. Schon seit meiner frühesten Kindheit habe ich Angst vor Spinnen. Ja, ich auch. Also, was meint ihr? Stellt ihr euch der Herausforderung oder wollt ihr mir lieber Gesellschaft leisten, während ich mir mein Hinterteil abfriere, bis der Schnee fällt? Also wenn es danach geht, die Spinnen zu erledigen, das will ich nicht erledigen. Man muss VIP sein, weil ich spiele Free-to-Play, aber ja, dann... hier hätte noch Lotro-Punkte. Waren wir. Also ich sag mal so, die 95 Punkte sind eigentlich recht schnell erreicht. Ich muss gerade mal gucken, wie viele ich habe. Okay, ich habe 153 und ich war auf 23 runter. Also eigentlich quasi ein Gebiet hier
reicht eigentlich meistens schon. Wenn man dann halt hier das Buch der Taten zum Beispiel ja macht, dass du 10 Punkte, 5 Punkte, noch mehr 10 Punkte, vor allem durch die Bezwingertaten, kriegst du dann halt deine ganzen Punkte zusammen. Pferde kannst du dann, glaube ich, auch im Spiel erwerben beim Hengstackerhof. Die musst du dir nicht zwingend im Shop kaufen. Aber dann halt die Reitfähigkeit für 95 Gotro-Punkte. Und die 95 sind aber eigentlich recht schnell zusammen. Es ist, na gut, es kommt auch darauf an, wie viel Zeit man zum Spielen hat. Das hängt natürlich auch von ab. Wenn man jetzt eher so, ja, 1 bis 2 Stunden am Tag zum Spielen hat, dann dauert es natürlich ein bisschen. Bei den meisten Festen gibt es auch Reittiere zu tauschen. Stimmt, die Feste gibt es ja auch noch. Wann ist denn eigentlich das nächste Fest, Valyrion? Weißt du das eventuell? Oder sieht man das irgendwo? Wann welches Fest ist? Ja. Mir ist das Spiel ein ganz kleines bisschen zu kompliziert. Mir war es auch zu kompliziert anfangs. Also ich musste mich da auch wirklich reinfuchsen. Es hat auch ewig gedauert, bis ich eine Klasse gefunden habe, mit der ich was anfangen konnte. Also das ist so. Ja, ich glaube, ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich die perfekte Klasse für mich hatte. Und Timothy, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Und herzlich willkommen hier. Und natürlich deine Zuschauer auch. Was gab es bei euch? Was habt ihr gezockt? Und wie war euer Stream? 17. März bis 6. April. Ah, okay. Was ist das denn, so ein dieses Frühjahrs? So ein Frühjahrsding? So ein Osterevent? Oder? Ich weiß nämlich auch nicht, wie die ganzen Dinger hier heißen. Für das Datum des Frühlingsfest. Okay, Frühlingsfest ist es. Ich muss es mir echt auch merken. Ich muss es mir merken. So. Noch mehr Milchaugen. Die schreien so bitterlich. Das tut mir ja schon fast in der Seele weh. HDU-Fans müssen gefälligst zusammenhalten. Das stimmt, das stimmt. Da sprichst du ein wahres Wort. Also gehe ich mal davon aus, dass ihr auch Gotro gezockt habt. Da wird die rote Maid verhauen. Warum denke ich da gerade an irgendwas anderes? Es gibt einen Post im Forum, in dem die Daten für das ganze Jahr stehen. Okay, da muss ich da unbedingt mal reingucken. Und Timovi, vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow und herzlich willkommen bei den verrückten Sampfoten. Und vor allem niveaulosen Sampfoten, das sei dazu gesagt. Die letzten Tage immer, heute ausnahmsweise gezeichnet. Oh, das ist doch auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Was habt ihr denn gezeichnet? Also ich muss dir ehrlich zugeben, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Das, was ich da aufs Papier bringe, das ist ja schrecklich. Das ist furchtbar. Das ist wirklich einfach nur furchtbar. Hey, Lauch. Also das Einzige, glaube ich, was ich zeichnen kann, ist eine Tulpe und Strichmännchen. Ich bin die Meisterin im Strichmännchen-Zeichnen. Sagen wir einen neuen Avatar und wir lassen es dabei. Okay, gut. Dann frage ich mal nicht weiter nach. Okay, wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Autsch, 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 das brennt, das brennt, das brennt. Aber neugierig bin ich trotzdem.
Ja, man sollte vielleicht YouTuber zurück. Nichts Spannendes. Ne, es kommt immer drauf an. Spannend liegt im Auge des Betrachters. Ich meine, manche finden es auch spannend, stundenlang Ameisen dabei zuzusehen, wie sie ihre Gänge graben. Also, ne? Spannend ist immer so eine Sache. Also ich bin jetzt kein Ameisen-Fan, das sei jetzt nochmal dazu gesagt. Das war jetzt nur ein sehr originelles Beispiel. Wir rotten hier erstmal alle Bilder der Gegend aus. Ah, dann überlebt. Warum das denn? Darf doch nichts überleben. Brauchen wir euch noch? Höchstens für die Bezwingertaten, ne? Ja, okay. So geht's auch. Haben wir Fledermäuse? Fernkampfbewisse brauchen wir auf jeden Fall noch. Fledermaus? Hallo? Nein, brauchen wir nicht. Also wir sind gerade dabei, hier in Rastareik so ein bisschen aufzuräumen. Weil es im Großen und Ganzen heißt, einfach alles niedermetzen, was uns entgegenkommt. Insbesondere Spinnen. Die möchte ich am liebsten ausgerottet haben. Wir sollten nur, glaube ich, noch nicht ganz da reingehen. Da kommen wir später nochmal hin. Das Gebiet da. Ich glaube, sonst gibt es gleich Aua Aua. Wenn wir da noch weiter reingehen. Spinne. Da sind wir schon wieder bei den ekelhaften Viechern. Es sei dazu gesagt, für alle, die jetzt noch dazugekommen sind, ich habe eine panische Angst vor Spinnen. Deswegen sind solche Gebiete immer mit Vorsicht zu genießen bei mir. Es gab schon viele tolle Clips, wo ich mich bei Lothruf vor Spinnen erschreckt habe. Ich sage nur alter Wald. Die Alteingesessenen hier, die werden ganz genau wissen, was ich meine. Ist auch furchtbar. Das war echt furchtbar. Mir graut schon, wenn wir da wieder sind. Das wird furchtbar. Innerlich schreie ich jetzt schon. So, wir müssen noch die Orte, die es hier gibt, entdecken. Haben wir das nämlich auch fertig. Ja, Mappa weiß warum. Mappa weiß warum. Das Lachen erkenne ich. Ich sehe, ich habe auch tatsächlich dein Gesicht gerade vor Augen, wie du anfängst zu lachen. So, Südbarrikade haben wir. Bin Jäger aus Gondor, spiele momentan in Hügelgräberhöhen. War vorher in Bre und im Auenland. Ich habe in Bre 257 Spinnen und im Auenland 301 Spinne getötet. Keine Flex. Ich glaube, ich möchte 1000 Spinnen töten. Aber das Problem ist, ich muss sie dann ja erstmal sehen, ne? Aber geil, sehr, sehr geil. Die Hügelgräberhöhen habe ich geliebt übrigens. Die habe ich echt geliebt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin bisher noch nicht weiter als Level 45 gekommen. Also ich sitze mit meinem eigentlichen Hauptschar in den... Also im Nebelgebirge gerade. Und, ja. Friere mir den Arsch ab, sozusagen, da oben. Hab zwischendurch immer mal ein bisschen Hilfe. Und, ja. Das hier ist jetzt halt eigentlich nur... Ja, so ein Zweitschar halt. Den wir zusammen spielen. Ich und das stille Etwas auf der anderen Leitung. Ich hasse Spinnen. Am schlimmsten sind, glaube ich, einfach die Geräusche und daran, dass die so viele Beine haben. Die haben hier einfach zu viele Beinchen. Es ist so... Ah ja, ist gut, dass du gerade nochmal an die Verlosung erinnerst. Gut. Die neuen Zuschauer... jetzt. Die neuen Zuschauer werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Punkte zusammengekriegt haben. Macht euch aber nichts draus, die nächste Verlosung kommt. Also, ja. Aber für die, die bereits 100k
Catpaws zusammen haben. Wenn ihr wissen wollt, wie viele Catpaws ihr habt, einfach den Command Catpaws im Chat eingeben. Und dann seht ihr, auf welchem Platz ihr seid und wie viele Punkte ihr bereits gesammelt habt. Die Catpaws sind nicht die Kanalpunkte bei Twitch. Das sind noch Punkte, die von vom Forum Affiliate sein dazu kamen, die ich halt eingefügt hatte für Stream Elements, worüber halt die ganzen Verlosungen laufen. Also wenn ihr wissen wollt, wie viele, sofern ihr mitmachen wollt, es geht um, wartet, ich füge es noch mal ins rein, um dieses Spiel, ist ein Steam Key. Ihr habt noch paar Sekündchen Zeit, bis wir hier in Sicherheit sind. Und vor, dass es mal wieder Mann geben. Alter, wie viele Punkte hast du jetzt schon wieder? Ihr kriegt verdammt viele Punkte. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, wie viele Tickets im Pot sind. Meine letzte Erinnerung waren 3. Also von 2 Leuten 3 Tickets. Müsste ich jetzt gleich mal nachgucken. Der sitzt doch an der Quelle. Ja, sozusagen, ne? Frisches sitzt ja fast durchgehend im Lurk. Und, er sitzt hier direkt über mir, vielleicht liegt es auch an der Leitung. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch daran. Oder er cheatet. Das kann natürlich auch sein. So, ich stelle mich einmal ganz kurz da hinten in die... Wir müssen ja eh nochmal hier in 2 Richtungen, um die Gebiete abzuklappern. Ich habe... Ja, das auch frisch ist, das auch. ich mag die Hügelgräberhöhen optisch und von den Quest nichts. Ich mag das Auenland und die einsamen Lande. Das Auenland ist wunderschön. Also ins Auenland habe ich mich echt verliebt. Hügelgräber sind... Von den Quests her geht es, finde ich. Finde ich aber halt wirklich sehr, sehr interessant aufgebaut, die Hügelgräberhöhen. Einsame Lande waren nicht ganz so meins. Die waren mir etwas zu eintönig. Welche Gebiete ich noch schön finde, von denen, wo ich bisher war. Wir geben noch nicht ab. Ich sage jetzt schon mal, wir geben noch nicht ab. Wir gehen gleich erstmal noch eine kurze Runde und machen da die letzten Sachen fertig. Stimmt, ein Fernkämpfer fehlt uns noch. Auenland war schön. Breland, ja, ist okay. Nordhöhen, da bist du noch nicht gewesen. Ist aber okay. Es hat schöne Stellen. Vor allem hier unten die Stellen. In dem unteren Bereich hier. Was ich wunderschön fand, war Evendim. Evendim ist Bombe. Also ich finde, ist bisher eins meiner Lieblingsgebiete. Genauso wie die Trollhöhen. Aber die Trollhöhen sind halt Wald. Aber wunderschöner Wald. Und Nebelgebirge, ja gut. Schnee. Schnee, Eis, Felsen, Nebelgebirge halt. Also, ja. Wer Schnee mag, wird es lieben. Ist jetzt nicht so mein Fall. Aber die Trollhöhen mit Bruchtal zusammen, wunderschön. Wirklich wunderschön. In Gondor ist Maschallah. In Gondor war ich noch nicht. Kann ich noch nichts zu sagen. Also ich kenne halt nur hier Eredluin, Auenland, Breland, Einsame Lande, Trollhöhen, Nordhöhen, Evendim und Nebelgebirge. Nebelgebirge, Schnee, aber kein Ski. Genau. Genau. So, jetzt einmal kurz die Verlosung. Organisiere einmal. Zwei Teilnehmer, 3 gekaufte Tickets. Ich werde die jetzt. Oder? So. Mag das Nebelgebirge. Es ist okay. So.
Also, wenn keiner mehr teilnehmen möchte, ich werde jetzt das Giveaway schließen. Ihr könnt nicht mehr teilnehmen. Es werden auf jeden Fall, ich gehe von aus, entweder im März oder im April, ich weiß es noch nicht genau, wird wieder ein Gewinnspiel stattfinden. Also, ne, wenn ihr nicht genug Punkte hattet, durch Zusehen kriegt ihr dann immer mal wieder Punkte dazu. Auch über Stream Elements. Müsst ihr mal nachgucken, wie viele Punkte man immer kriegt. Das konnte ich irgendwo einsehen. Ich weiß jetzt nur leider gerade nicht mehr wo. Hier irgendwo auf der Seite. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal definitiv die Chance, wieder was zu gewinnen. So, wir ziehen jetzt den Gewinner. ja. Okay, Frischus hat wieder gewonnen. Ist jetzt die Frage, nimmt Frischus das an? Yep. Sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, ist halt Zufall, ne? Ist halt Zufall. 33,33% war die Gewinnchance. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß mit Give Us My Hybrid. Okay. Wenn du das möchtest, können wir das gerne machen. Es bleibt ganz allein dir überlassen. Das klärt ihr. Ich habe nur den Gewinner gezogen. So. Ich aktiviere, also deaktiviere das Ganze hier. Abgeschlossen. Und fertig. Das waren die zwei Steam Keys. Gerne einmal bei Duft des Streams euch bedanken für die Keys. Er hat die gesponsert. Dieses eine Mal. Sehr, sehr lieb von ihm. Ich werde mich auch nochmal bei ihm bedanken dafür. Und die Keys gebe ich euch dann nach dem Stream. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob Dufte gerade überhaupt noch da ist. Vorhin war er im Lurk. Ja, er ist noch da. er ist im Lurk. Duanen. Duanen. Oh Gott, Hilfe. Ich kann deinen Namen bis jetzt noch nicht aussprechen. Es tut mir leid. Foltere mich dafür, bitte. Einen wunderschönen guten Abend dir und einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, du hattest ein wundervolles Wochenende. Und ja, gut. Dann kriegt Hybrid den Key. Ich gebe ihn euch nachher. Ich werde es auch nicht vergessen. Ich habe es mir gerade alles aufgeschrieben. Und ja. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Nee, es ist noch kein Ende. Wir hatten ein Gewinnspiel. Also heute waren zwei Gewinnspiele. Und jetzt war gerade die Auslosung. Also es geht jetzt gleich weiter, keine Angst. Aber jetzt kann ich einmal die Seite hier lesen. So. Nein, ich will nicht zu dem Aufgabenziel reisen, um Gottes Willen. Wenn es was gibt, bin ich wieder zu spät. Alles, kein Problem, es wird auch wieder eine geben. Spätestens im März, wahrscheinlich im April. März, April wird es wieder was geben. Also, wenn ihr jetzt nicht dabei wart oder nicht die Punkte hattet, es kommen ja oft genug welche. Huch. Also, alles gut. So, bevor wir jetzt hier gleich eine ganze Spinne, eine ganze Armee anziehen. Ich will einfach nur das eine Gebiet da oben wieder freischalten. Ne? Wenn wir ja gerade hier bei Lotro-Punkten sind und... Autschi. Dann können wir das auch einmal abholen. Das Spiel wäre eh nichts für dich gewesen. Ah. Ich glaube, es war ein PvP-Online-Koop-Spiel im Mittelalter-Stil. Wenn ich es richtig gesehen habe. Also, ich selber kenne es halt überhaupt nicht. Ich habe auch den Titel noch nie gehört. Das erste Spiel, was verlost wurde, war Turok. Falls das einer kennt. Das war das erste Spiel, was verlost wurde. Hm.
dir den Songlink geschickt. Du kannst nach dem Stream angucken. Okay, danke. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Denkt dran, Catpaws könnt ihr aber nur bekommen, wenn ihr die Streams dann schaut. Ja, stimmt. Die Catpaws, ebenso wie die Kanalpunkte, kriegt ihr natürlich nur durchs Zuschauen. Also, ich warne schon mal vor. Ich habe gesehen, wie viele Punkte manche haben. Also die Ticketkosten werden bestimmt demnächst beim nächsten Gewinnspiel teurer. Also wenn ihr mitmachen wollt, es ist natürlich kein Zwang, ihr könnt auch im Lurk sein oder sonstiges. Aber wenn ihr auch Punkte verdienen wollt, am besten dann halt im Lurk. So. Ja, da kriegt ihr da am einfachsten. Also halt auch für euch ganz gut. Wenn ihr mal halt mal ein Spiel haben wollt oder so. Oder auch mal Merch. Ich bin ja gerade dabei, so ein bisschen die ersten Merch-Sachen zu machen, zu erstellen. Ich will, dass ihr pleite werden. Ich will nur, dass ihr eure Punkte loswerdet. Nein, will ich nicht. Nein. Aber wenn ich zum Beispiel bei Frisches sehe, wie viele Punkte er einfach mal hat, das ist doch krank. Das ist krank. Gut, er ist halt im Dauerlurk, aber trotzdem. Es ist halt echt heftig. Wobei es ja auch was für euch ist, ne? Wenn ihr mal ein Spiel, oder wenn es mal ein Spiel gibt, was verlost wird, was ihr haben wollt, ne? Dann kommt es euch ja eigentlich zugute. Ich bin ja auch selbst etwas krank. Ja, Frisches, das wissen wir mittlerweile. Das ist ja schon. Das ist ja schon nichts mehr Neues. Das ist allseits bekannt. Aber dafür lieben wir dich auch. Ne? Nicht zu weit hochgehen. Ihr könnt Aua Aua machen. Ich will nur den Ort freischalten. In der Hoffnung. Warte kurz. Haben wir den schon? Ich habe ihn nämlich eben gerade nicht aufgepasst. Barrikade. Doch, haben wir freigeschaltet schon. Okay, wir können den eleganten Rückweg antreten. Weil sonst, Ouchie-Ouch, nicht gut. Pferdchen. Sollte der erste Weg zur Besserung sein. Mappa, ist die Frage, will man sich wirklich bessern? Oder ist das nicht sogar gut, wie man ist? Ich meine, ist ja eigentlich nichts Schlechtes, wenn man so ein bisschen verrückt und durchgeknallt ist. Ist ja eigentlich was Gutes. Gut, es kommt drauf an, wenn du verrückt wie ein Massenmörder bist, dann vielleicht nicht unbedingt. Dann müsste man wirklich was an sich ändern. So, das eine schalten wir durch die Mini-Instanz frei. Das andere müsste irgendwo da hinten sein. Hui. 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 Ah ja, er ist noch hinter mir. Sehr gut. Ich bin gespannt, wann einer von uns vom Pferd fliegt. So. Ja. Und wieder zurück. Juhu, ich bin vom Pferd geflogen. Einfach weitergehen. Wir ignorieren, was da hinter uns passiert. Wir ignorieren das. Nichts ist hinter uns. Da ist nichts. Sind nicht alle MMO-Spieler Massenmörder? Wie viele Gegner wurden denn schon getötet? Oh Gott, ich habe aufgehört zu zählen. Aber hast du recht. Eigentlich sind wir die schlimmsten Massenmörder. Wenn wir was an uns erinnern, bis langweilig. Ja. Sehe ich genauso.
So. Ich stehe euch zu Diensten. Gut gemacht. Das sollte dieses Ungeziefer eine Weile in Schach halten und uns Gelegenheit geben, die Befestigung zu flicken, bevor die Bilbis uns wieder heimsuchen. Wenn ich jetzt was kriegen sollte als Belohnung, ne? Ich habe keinen Platz. Die gesamte Verteidigungsmannschaft der Befestigung, also wir beide, danken euch. Ich bin euch allerdings ganz besonders dafür verbunden, dass ihr diese achtbeinigen Scheusale erledigt habt. Nun, je weniger man von ihnen spricht, desto besser. Oh ja. Wer will denn bitte gesund sein? Die Stimmen in meinem Kopf schreien schon um Hilfe, dass der Doktor wegbleiben soll. fühle ich. Seid gegrüßt. Ha, wie schön, wenn man sich die Seele an einem kalten Tag, ich werde es nicht aufnehmen können, mit einer Geschichte über die Bilbisjagd wärmen kann. Gut gemacht. Mit eurer Hilfe dürfte es nicht allzu schwierig sein, die Bilbis in Schach zu halten, bis die Pässe im Winter zuschneiden. Dann sollten sich die Anführer in Gondamon und in Tungezalle den Kopf darüber zerbrechen, was wir im nächsten Frühjahr mit diesen Kreaturen anfangen sollen. Ach ja, ich habe keinen Inventarplatz. Wartet mal. Da ist der kein einmal raus. Ja, bitte alles. Ich muss unbedingt gleich was verkaufen. Ich war lange nicht beim Händler. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Gut, Pixelmörder. Ja. Böse, fiese, gemeine Pixelmörder. Ach, noch mehr Quests. Das eine ist da hinten. Da hinten sind noch ganz viele. Aber erstmal hier. Händler. Warte mal. Du kennst deinen Weg, da mehr Platz im Inventar ist. Ja. Und zwar endlich mal was verkaufen oder sich am Inventarplatz dazu kaufen. Aber da ich nicht genug Lotro-Punkte habe, kann ich mir nichts dazu kaufen. so, meine Sitten. Ich gehe dann mal auf, muss noch ein paar Sachen für morgen merken. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. The Dark Winner, vielen Dank, dass du da warst und eine wundervolle gute Nacht wünsche ich dir. Und einen schönen Start in die Woche. Der Dienstleistung. Ich habe vergessen, tatsächlich meine VIP-Sachen da zu holen, ne? Ich könnte auch von unterwegs verkaufen, wenn ich dran gedacht hätte, mir die Dinger mal abzuholen. Oh. Dann über mein Haupt. Wie darf ich euch helfen? Dazu kommen geht nicht mehr. Wird ja nichts mehr zur Verfügung kaufen. Es geht doch nicht, mein Messi-Herz. Also ich kann mir noch was dazu kaufen, aber ich habe kein Geld, um mir was dazu zu kaufen. Ich muss also noch ein bisschen ausharren. Würde ich mal sagen. So, jetzt ist die Frage. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Brauche ich das da? Joop. Warte mal, doch. Geht so, ja. Ich soll darüber sehen?